Herzlich willkommen von Home Adventure. Ja, wir sind in Jordanien unterwegs und fahren ins Wadi Rum hinein. Auch eine wunderschöne Kulisse. Es erwartet euch wieder ein bisschen Abenteuer und vor allem super schöne Drohnenaufnahme, denn ich fliege und fahre gleichzeitig, was nicht immer einfach ist. Aber damit es eben schöne Bilder gibt, muss ich das so machen. Ja, dann viel Spaß beim Schauen. Tschüss. Wir sind jetzt im Wadi Rum drin und da links hat es ein französisches Fort. Und rechts sind so Hotel-Bubbles, wo man drin übernachten kann. Wir sind noch ein bisschen außerhalb, aber so etwa wird dann das im Wadi Rum direkt sein. Dieses Fort ist aus dem Film Lawrence von Arabien, auch eine Filmkulisse, ist verschlossen und wird aber auch von Touristen besucht, die jetzt hier gerade wieder abziehen, weil hinein darf man nicht, deswegen nur Fotos. So sieht das aus, denn die Wüste verschlingt auch hier diese Kulissen langsam wieder, die hier auch verfallen, mehr und mehr. Und wirklich besonders ist hier der Blick vom Fort aus in die weite Ebene. Also, man kann da nicht rein. Das ist einfach auch wieder eine Filmkulisse, vor über 40 Jahren gebaut. Da wurde der Film gedreht, ich glaube Lawrence von Saudi-Arabien und noch viele andere. Aber wenigstens ist es noch gut erhalten. Die haben, glaube ich, besser gebaut oder mit Steinen, ich weiß es nicht. Wir sind wieder mal auf der Suche nach Petroglyphen. Die sind da irgendwo vorne im Felsen drin. Oh, jetzt geht es da gar nicht durch. Also der Sand hier ist relativ einfach zum Fahren, weil er ziemlich hart ist. Reifendruck ist noch ziemlich hoch, aber es geht. Also an jedem Highlight hier im Wadi Rum gibt es auch ein Zelt. So, also wegen dem sind wir hier. Da oben sind diese Petroglyphen. Ich glaube, das sind das gleiche Volk, wie das aussieht, so wie in der Hima-Wüste, glaube ich. Bin schnell hochgeklettert für euch da steil. Es waren die Nabatäer, die das gezeichnet haben vor über 3000 Jahren. Tja, überall wollen sie natürlich auch leben und verkaufen deshalb Souvenirs. Pause im Schatten. Ach, wir sind wieder weit weg von der Zivilisation. Zwei Wüstenschiffe hier in Saudi-Arabien, das Kamel, aber auch der Camper. Eine der zwei Torbögen haben wir gefunden. Aber hier auch wieder, obwohl wir noch nicht voll drin sind, gibt es hier überall die Händler. Aber trotzdem schön. Oben auf dem Torbogen sieht das so aus. Und an diesem Torbogen treffen wir nach langen Tagen und Wochen Martin und Marietta wieder, die uns jetzt hier eingeholt haben. Das ist eine Freude. So, nach langer Zeit sehen wir wieder mal den Martin mit der Marietta. Waren wir ja lange zusammen im Oman. Tja, und es hat hier auch Touristen. Wadi Rum ist bekannter und beliebter. Die rücken jetzt hier ein für Sonnenuntergangs-Sightseeing hier auf dem Bogen. Ist natürlich auch amüsant, aber hat alles seine Berechtigung. Ich
ist ein lustiges Abenteuer hier für die Italiener. Und meistens vorm Absitzen hört man die Kamele auch so schreien. Das ist die einen reisen mit Kamelen an, die anderen Touristen mit diesen Pickups. Wir waren hier die Ersten, aber jetzt wird es doch voll am Abend. Und da ist einfach touristischer in Jordanien, aber schön trotzdem. Camel Crossing. Ja, das ist schön. Ja, hier steht ein Wüstenschiff, diesmal kein Kamel, sondern ein Stein, der die von der Natur so geformt ist und aussieht wie eine Yacht. Tja, wir sind wieder mal zu dritt da unterwegs in diesen Wadi. So, die anderen fahren zum French Fork, da waren wir schon. Wir nehmen die Abkürzung, sie gehen links um diesen großen Berg rum und wir fahren da geradeaus. Am Sebastian habe ich da ein schönes, steiles Stück gezeigt, wo ich gestern war. Bin aber nicht runtergefahren, aber er fährt da runter. Er ist schon vorher jetzt einmal runtergefahren und jetzt macht es nochmal, damit ich das auch noch auf Film habe. Da kommt er schon. Also dann, ab geht's. Wichtig ist, dass man nicht bremst, eher Gas geben, lieber Geschwindigkeit. Ja, es ist mega extrem steil. Jetzt sieht man, hinten bricht er aus, da müsste er dann Gas geben. Aber mit seinem geht das. Meine wäre jetzt da ein bisschen schwer, zu gefährlich. Das riskiere ich nicht. Wenn ich muss, dann schon, aber ich muss nicht. Der Sebastian will es wissen, da geht's runter, mächtig steil. Er kennt sein Fahrzeug. Ja. Lorenzo Fabio Höhle hier. Soll er angeblich gewesen sein, wer auch immer das ist. Ich habe mich gar noch nicht mit dem befasst, aber es sind dann auch natürlich Touristen da. Das ist die Höhle. Ah ja, da. Also da ist tatsächlich eine Höhle. Die schauen wir jetzt an. Salam! Neben der Höhle hat es eine spektakulär riesige Felswand, die ist mindestens genauso toll. Mit Hall, wie mir gerade der Araber hinter mir demonstriert. Zuerst aber noch die gegenüberliegende Seite, denn da ist eine riesen Felswand. 100, 200 Meter hoch. Tja. Dieses Bild ist jetzt noch mager. Wir sind genau 4 Touristen. Jetzt aber die Höhle. Gucken wir an, wo dieser Lorenz war und wo er offenbar auch Feuer gemacht hat. Das Licht brennt natürlich, sonst sieht man gar nichts. Oh, da geht es ja noch weiter. Aber man muss sich langsam bücken und man sieht kaum was, aber ja, also bis hierher kann man, interessant. Ein paar hundert Meter weiter, da sollen Camel-Zeichnungen haben und wie immer ist ein Händler davor. Ja, so da oben ist das Camel. Da die Wand zeichnet, man muss ein bisschen aufsteigen. Da ist das Camel, etwa einen Meter hoch, hat noch ein paar Inschriften. Wäre mal interessant zu wissen, was die da geschrieben haben damals. Jetzt
zwischendurch auf der Fahrt gibt es mal einen Tee spendiert von dem netten Herrn hier, der hier dieses Camp betreut, in dem vermutlich auch ab und zu Touristengruppen Halt machen. Ja, manchmal ist es amüsant. Nächstes Highlight, Mushroom Rock, wieder ein Zelt. Aber das ist ein ganz kleiner Mushroom Rock, aber wirklich sehr klein gegenüber den anderen, die wir gesehen haben. Jetzt geht es in das eigentliche Wadi Rum hinein. Der ganze Tourismus von vorher war nur ein Vorgeschmack. Denn jetzt geht es erst richtig los. Wir fahren jetzt in den ersten Canyon rein. Da führt eine Piste durch. Es ist sacke heiß geworden, 35 Grad hier in der Wüste. Der nächste Touri-Hotspot. Hier geht's um Gesichter. Arabische Gastfreundschaft gibt es immer und überall, selbst da, wo ganz viele Touristen sind. Tee ist immer verfügbar. Jordanische Gastfreundschaft. Wir machen gerade Pause hier in dieser Hitze und sind auch in so einem Touristending gelandet mit Verkaufsständen. Aber die sind nett, alles im grünen Bereich. Pausenplatz gefunden, schön im Schatten mit dieser Kulisse. Wir sind weiter unterwegs, jetzt geht's ins nächste Valley rein, da rechts rein und hoffen, dass da eine Piste durchführt. Und so sieht das im Valley drin aus. Wow, guck mal diese Felswand an, ey, die ist riesig. Phänomenal, also da ist eine riesige Felswand, die geht so hoch und führt da weiter, Wahnsinn. Das Schöne ist, auch hier blüht die Wüste, weil es eben geregnet hat. Durch den Sand blühen auch diese
Schweiz. Alles eine Frage vom Reifen drum. Das ist also der Bura Canyon im Wadi Rum. Und wir sind schon auch hier beeindruckt von der Landschaft. Wir sind wieder unterwegs und das hier soll ein Mushroom sein. Naja, falsche Perspektive. Auf jeden Fall ist es ein Touri-Highlight. Ja, wir versuchen immer ein paar Nebenstrecken zu nehmen, weil hier ist ja der Tourismus extrem groß. Das gehört übrigens auch noch zur Hisma-Wüste. Das ganze Gebiet, das reicht bis ins Jordanien hinein. Vor uns liegt der Abu Shaba Canyon. Sebastian klärt gerade, ob man da reinfahren kann, aber es ist, glaube ich, ziemlich eng. Wo wir draußen schon Hitze haben, ist es hier in so einem Tal noch herrlich kühl. So, wir sind in einer Schlucht. Und da muss man klettern, Ayla, gell? Uiuiui. Bergziegen. Uiuiui. Fein, Inchi, langsam. Ja, da ist gut. Die Menschen hier ausgedacht, ne? Hopp. Die Ayla ist schon oben. Ja. Interessante Schlucht, man muss nämlich da im Sand hochlaufen, da hat es den ganzen Sand hingeweht und dann ist er sicher da runtergefallen.
Und er ist jetzt da. Wow! Der Ausblick. Von dort gekommen, an diesen Felsen vorbei, hat es dann am Schluss, am Ende vom Tal, einen schönen Ausblick von einer Düne. Jetzt Reschka. Ja, fein. So, Klettern ist angesagt. Die zwei. Los, Ayla. Hopp. Fein, Ayla. Ja, fein machst du das. Wir sind unterwegs zur nächsten Sehenswürdigkeit. Ein Torbogen. Und der soll irgendwo da oben sein. Da sieht man auch Leute. Wir müssen den Weg irgendwie da durch diese Steinlandschaft finden. So eine schöne Aussicht hier auf der Suche nach dem Torbogen. Ich glaube, Ayla findet Jordanien und die Wüste auch sehr schön. Also hier gibt es auch betreutes Klettern hier von Jordanien. Da kann man die ganzen Felsen hoch, da wo René gerade auch unterwegs ist. Die versuchen es wieder runterwärts. Schwierige Passage für Free Climbing hier. Und Leute, die zwar gute Ausrüstung haben, aber natürlich sowas nicht unbedingt kennen. Mit Erklärungen. Ja, das gibt es auch schon ein bisschen Geschick hier, da runterzukommen. Oh, riesen Kletterei, um hier hochzukommen. Jetzt bin ich oben. Und das ist die Belohnung. Der Torbogen auf 1300 Meter oben. So, jetzt muss ich noch klettern. Oh, inklusive Höhenangst, um das zu sehen. Schon heikel, ich bin jetzt doch unten geblieben. Ja, auch direkt. Alle. Aha. So, jetzt. Oh, Rieseneidechse. 30 cm. Hallo. Und wir sind weiter unterwegs nach dieser Kletterei inklusive Muskelkater. Geht's zur nächsten Sehenswürdigkeit. René Felsenspringer war heute noch nicht genug unterwegs. Nee, er muss nochmal auf den Berg. Ja, und da hat es wieder eine Felsenbrücke, die wirklich nicht sehr stabil aussieht. Weil die hat links einen Riss und wahrscheinlich, Gott sei Dank ist der Mann so leicht. Wunderbar. Wir sind schon eine Weile auf der Suche nach einem Schlafplatz, aber ja, noch nichts Schönes gefunden. Überall sind Camps, nicht ganz einfach. Wir sind am Ende der Reise im Wadi Rum. Da hinten ist eine Stadt in der Wüste und es ist richtig viel Traffic da unten los. Wir haben hier übernachtet. Und es fahren extrem viele Autos da durch die Wüste.
Ja, wir sind wieder in einem touristischen Highlight, die Casali Schlucht. Und man ist da praktisch nie alleine, aber wir haben Glück, es sind gerade wenige da. Aber es ist halt ein touristischer Highlight von Jordanien und es hat sogar noch Wasser. Also man muss ein bisschen durch die Wasserpfütze oder auf diese Steine laufen. Ich habe meine Schuhe abgezogen und gehe durchs Wasser. So sieht das aus. Jetzt ist gar nicht. Jetzt du, Angie. Wer trockenen Fußes gehen will, der muss da oben am Felsrand laufen und hoffen, dass er nicht reinfliegt. Ja, und es gibt hier auch Petroglyphen und Hieroglyphen an der Wand. Die sind jetzt alle ein bisschen abgetatscht. Da vorne ist die Stadt Rum in der Wüste und dann geht es wieder raus für uns. So, hier machen wir mal Schluss. Nächstes Mal geht's dann Richtung Petra, der berühmtesten, ja, kann man sagen, Felsenstadt oder was auch immer. Ja, schön wart ihr dabei. Danke, wenn ihr es auch weiterempfehlt und auch den Daumen hoch macht. Hinterlasst einen Kommentar auch, ob es euch gefallen hat, wie auch immer. Ich danke euch und wir sehen uns schon bald. Tschüss!